Das hier ist Schweigen. Hier südlich davon liegt Kahldorf. Das ist die Bahnstation Kahldorf-Schweigen und die eingeleisige Nebenstrecke, die drei Stationen weiter aufhört. Von Westen her schiebt sich ein Hügelrücken, das Ebergebirge, an Schweigen heran. Die Straße von Kahldorf nach Schweigen führt um den Berg herum. Hier bei dieser Kurve südlich von Schweigen befindet sich der verdächtige Ziegelofen. Wie sind diese Bauernhöfe, Gebäude und Objekte bei der Gründung gefunden worden? Einfach durch die Suche. Mein Vater zum Beispiel war in Tirol unterwegs und hat dort die historischen Hauslandschaften aufgenommen, war also in diesem Fachbereich schon sehr tätig. Der Begriff Orthochromie kommt aus der Fachsprache des Foto- und Druckereigewerbes und bezeichnet die Farbrichtigkeit des Filmmaterials. Dementsprechend diese Fotografien eben genau nicht. Und plötzlich sah er den Mann. Er zündete ein Streichholz an und im Schein des sogleich zerflackernden Flämmchens starrten ihm blicklos die Augen Hans Höllers entgegen, aufgerissen vom Tod wie zwei Löcher ins Nichts. »Eine Bibel?«, fragte Maletta. In seinen Zügen manifestierte sich leises Entsetzen. Der Lehrer öffnete das Buch, warf einen flüchtigen Blick hinein und schüttelte den Kopf. »Keine Bibel«, sagte er, »irgendein wissenschaftliches Werk.« Behext erforschte er auf dem albernen Foto die zu dem Jäger gehörende Waldkulisse, die nicht sehr scharf herausgekommen war, weil er ja nur auf den Jäger eingestellt hatte. Was bedeutet für Sie Authentizität im Zusammenhang mit dem Freilichtmuseum? Ich muss versuchen, wirklich nur die Fakten darzustellen, die ich belegen kann, für die ich wissenschaftliche Grundlagen habe. Nur diese dürfen in die ganzheitliche Darstellung eines Freilichtmuseums einfließen. Aus dem raureif versilberten Wald war er hervorgetreten ins bläuliche Mondlicht. Die Nacht war hell vom Schnee und laut von Echo. Die Hunde zerrten jaulend an den Ketten. Dann hoben sie vor Angst zu winseln an und verkrochen sich in ihre Hütten. Was hat man unternommen? Fragt man die Leute. Sie sagen, die Tuchend haben wir über den Kopf gezogen, sonst nichts. Orthochrom, das Archiv für analoge Alltagsfotografie, ist privat entstanden. Fotoalben wurden auf Flohmärkten entdeckt und gekauft. Aus dieser Sammlung wurde nach vielen Jahren ein riesiges Archiv. Wie und warum begann diese Leidenschaft des Sammelns und Archivierens? Begonnen hat jeder von uns für sich, weshalb auch die Idee entstanden ist, gemeinsam zu sammeln. Mich selbst haben Archive immer schon interessiert. Und eigentlich sammeln wir gar nicht einzelne Bilder, sondern Sammlungen. Orthochrom ist also ein Meta-Archiv. Die hatte einmal Kernstockstraße geheißen und dann vermutlich Straße der SA. Spukt es manchmal im Freilichtmuseum? Es spukt gewaltig. Den positiven Effekt, den wir daraus ziehen können, sind zum Beispiel Vollmondführungen, die wir anbieten. Das Erlebnis der absoluten Finsternis, das es bei uns im Tal noch gibt. Da habe ich die Fremdarbeiter gesehen, von der Ortswacht eskortiert. Ich habe sie also abmarschieren gesehen. Der Vormittag war dann ganz ruhig und erst so um 11 hat drüben in Kahldorf die Luftschutzsirene geheult. Und da bin ich dann mit dem Fernglas aufs Dach gestiegen, weil ich mir die Flieger anschauen wollte. Es sind aber keine gekommen. Gerade in dem Moment, wo ich es aufgeben will, höre ich doch wahrhaftig Schüsse knallen. Zuerst habe ich nichts gesehen, dann habe ich was gesehen. 5 Männer sind aus dem Ziegelofen herausgekommen und sind zuerst einmal herumgestanden und haben beraten. Ich habe sie leider nicht erkennen können, mein Glas ist nicht besonders scharf und das Licht hat geblendet.